Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Lieder wie Orkane von Böse Onkels. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zu diesem Album, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lieder wie Orkane von Böse Onkels, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das dritte Best-of-Album der Bösen Onkels. Wir haben hier ein nicht ganz reguläres Album, es ist eine Compilation, ein Best-of-Album, wie gesagt. Das Ganze kommt hier in einem Schuber, in so einem Kartonschuber, und wir haben hier insgesamt 4 CDs und eine DVD mit dabei. Als erstes werden wir uns nochmal kurz die Sticker hier ansehen, bevor wir die Folie entfernen. Und zwar haben wir hier einen FSK 12 Hinweis, bedeutet die DVD ist hier ab 12 Jahren. Und dann lesen wir hier noch 50 Songs plus 4 unveröffentlichte Live-Clips von der Lorelei 2003. Gut, nachdem wir diese Sticker zur Kenntnis genommen haben, würde ich sagen, starten wir direkt, indem wir hier mal die Folie abmachen. Ist die Frage, ja, oh ja, hier unten bei der Naht bietet sich an. So, dann machen wir mal auf. Ah, okay, die Sticker sind gar nicht auf der Folie, die sind hier direkt auf der Box. Okay, so, was haben wir hier? Wir lesen hier unten einmal den Bandnamen Böse Onkels, dann den Album, den Best-of-Titel Lieder wie Orkane. Und dann haben wir hier in diesem gezeichneten Orkan, in diesem Wirbelsturm, die Gesichter der einzelnen Bandmitglieder hier eingearbeitet. Also wir haben hier Stefan, Kevin, Matthias und Peter alle hier mit dabei. Auf der Seite sieht das Ganze so aus, oben und unten in weiß. Und auf der Rückseite haben wir die detaillierten Infos zu den CDs und zu der DVD. Also wir haben hier insgesamt 4 CDs und jede Menge Tracks. Also auf CD 1 haben wir 12 Stück, auf CD 2 haben wir auch wieder 12 Stück, auf CD 3 13 Stück und auf CD 4 13. Bedeutet, wenn man das zusammen addiert, sind das insgesamt 50 Tracks. Das ist echt eine Ansage. Und dann haben wir hier noch die DVD mit 4 Tracks, die hier live auf der Lorelei 2003 gespielt wurden. Und das Ganze natürlich auf der DVD natürlich auch noch mit Film festgehalten. So, dann Barcode, Beteiligte, alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Man kann das hier entsprechend rausziehen. So, und das ist der Inhalt. Ich würde sagen, wir starten als erstes mal mit, ist das durchnummeriert? Worte der Freiheit. Okay, also das ist dann Nummer 4. Wir starten mit dem ersten. Das ist CD1, die Firma nennt sich das. Wir haben hier eine Hand, die in so einem schwarzen Kabel hier eingewickelt ist. Sieht aus wie so ein Kabel von einem Mikrofon. So sieht das aus. Also hier so ein Digipack, die 12 Tracks hier auch nochmal drauf gedruckt, und dann würde ich sagen, schauen wir rein, Booklet gibt es hier keines, das ist dann das Album bzw. die CD an sich, CD 1 lesen wir hier, die Firma, und der Rest hier in weiß gehalten. So, die CD 2, die nennt sich Das ist mein Leben, das ist diese hier. Auch hier zieht sich das Kabel so durch. Und auch das kommt natürlich hier wieder in so einem Digipack. 12 Tracks hier mit drauf. Von innen diesmal in schwarz. Also erst hatten wir ja hier auch weiß, jetzt hier in schwarz. Hier lesen wir, das ist mein Leben. So sieht das aus. Dann kommen wir zu CD Nummer 3. CD Nummer 3 ist Das Wunder der Persönlichkeit. So sieht das aus. Auf der Rückseite die Tracklist. Hier dann 13 Tracks, wie gesagt. Also auf den ersten beiden jeweils 12. Und auf Nummer 3 und Nummer 4 jeweils 13 Tracks. Das Wunder der Persönlichkeit. Dieses Innenleben hier wieder in weiß gestaltet. Und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das letzte, also CD Nummer 4, dass die dann wieder in schwarz gehalten ist von der Innenseite. Worte der Freiheit. CD Nummer 4.
Hier haben wir, wie gesagt, 13 Tracks, also 12, 12, 13, 13, insgesamt 50 Stück. Und wie erwartet, hier innen in schwarz. Und damit nicht genug, wir haben auch noch die DVD. Die sieht so aus, Live 2003, Live 2003, Live auf der Lorelei. Das lesen wir hier. So sieht das von der Seite aus. Vom Cover her recht interessant. Also wenn ich es richtig entziffere, es ist leider sehr klein, aber diese einzelnen Punkte hier sind nicht einfach nur irgendwelche Quadrate, wo dann eben die einzelnen Zahlen oder Buchstaben hier ausgelassen wurden, sondern es sieht für mich tatsächlich so aus wie so Schriftzeichen. Also wie solche asiatischen Schriftzeichen. Hier zum Beispiel, wenn man das etwas genauer ansieht. Ja doch, dürften tatsächlich so asiatische Schriftzeichen sein. Auf der Rückseite haben wir einerseits mal die vier Tracks, die hier live festgehalten wurden. Ich bin in dir, ein langer Weg, auf gute Freunde und der Platz neben mir, 1 und 2. Und wir haben dann hier auch nochmal die Infos zur Band. Ja, die habe ich euch eh schon aufgezählt, als wir das Cover hatten. Kevin, Matthias, Stefan und Peter P. Ja, die vier Herrschaften natürlich hier auf der DVD zu sehen. So sieht das aus. Wir haben hier, glaube ich, tatsächlich, ja, wir haben hier ein Booklet, zu dem kommen wir gleich. Das ist dann die DVD. Live auf der Lorelei 2003. Lesen wir auch hier wieder. Die DVD mit dem FSK 12 Logo hat hier Platz in diesem kleinen Stecktäschchen hier. Und jetzt würde mich interessieren, das Booklet. Ah ja, okay. Das ist hier tatsächlich reingeklebt worden, wenn ich es... Ja, das kann man hier gar nicht entnehmen. Schade. Wurde hier reingeklebt. Und zwar haben wir hier einmal wieder ein Foto der Band. Dann lesen wir hier, hallo Leute. Also eine sehr lange Einführung. Könnt ihr euch natürlich gerne kurz anhalten, das Video und durchlesen. Und dann lesen wir hier noch den Abschluss, willkommen im Reich der Onkels. Und dann geht es hier los mit CD1, die Firma. Und wir haben dann hier tatsächlich die Credit bzw. die Infos, die Lyrics zu jedem einzelnen Track hier abgedruckt. Okay, also ich gehe mal davon aus, man hat das jetzt für alle vier CDs durchgezogen, ja. Also tatsächlich, wir haben jetzt 50 Songs, allesamt hier mit Lyrics erfasst. Und wir haben dann auch noch Fotos hier. Ich habe das Booklet ja vermisst bei den CDs jeweils, bei den vieren, aber... Hier hat man das dann so mit einem Gesamtbooklet gelöst. Auch eine Variante, nicht schlecht. Zum Abschluss gibt es dann hier noch Infos zu anderen Artikeln, also zur restlichen Diskografie, zu anderen Platten, CDs der bösen Onkels. Jawohl. Gut. Jawohl. Also, das war's soweit. Was mich jetzt nur noch interessieren würde, wir haben hier diese einzelnen Kabel und ich glaube, dass man das vielleicht irgendwie sogar sinnvoll kombinieren kann. Eventuell müssen wir mal schauen. Es geht ja los mit die Firma. Dann geht es weiter mit Das ist mein Leben. Dann das Wunder der Persönlichkeit. Ja, oh ja, so macht es schon mehr Sinn. Ja. Ich denke, so ist das dann gedacht. Ja, also wenn man die vier dann hier so nebeneinander legt, dann sieht das hier ungefähr so aus. Also es ergibt dann ein durchgehendes Bild. Je nachdem muss man hier dann leicht Höhen versetzen, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Und ist nochmal so ein zusätzliches kleines Detail, auf das hier geachtet wurde. Sehr schön. Gut, dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box, in dieser Compilation befindet. Also wie gesagt, vier CDs, die Firma Das ist mein Leben, Das Wunder der Persönlichkeit und Worte der Freiheit. Insgesamt 50 Tracks hier verteilt auf diese vier Digipacks, auf diese vier CDs. Zusätzlich gibt es dann noch die DVD, die vier Tracks hier live auf der Lorelei und diesem dicken Booklet hier mit den ganzen Infos, den ganzen Lyrics. Das alles in dieser wunderbaren Best-of-Variante, in dieser Compilation. Lieder wie Orkane von Böse Onkels.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Album, von dieser Best-of-Compilation? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Böse Onkels unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.